Guten Morgen, mein Name ist Martin Bertheit und ich melde mich heute mal aus dem Notdienst. Ich habe einen Anruf bekommen heute Morgen von einem Kunden um 8.30 Uhr, dass er gestern Abend das Wasser abstellen musste, weil im Heizungsraum Wasser ausgetreten ist. Und ich will mal angucken, was da passiert ist und nehme euch heute mal mit. Viel Spaß! Ja, wir machen uns mal ein Bild hier. Ich bin da schon drin gewesen, habe das eben einmal mir angeguckt und ich nehme euch jetzt mal mit und zeige euch das mal. Man sieht hier schon, dass die Wäsche hier getrocknet werden muss. Die hat wohl auf dem Boden gelegen im Heizungsraum und ist deswegen klitschnass geworden. Die hängt man einfach auf zum Trocknen und ist das nicht so wild. Die haben hier einen Heizungsraum im Extraraum. Das ist ganz gut eigentlich, weil wir dann halt keine Schäden soweit haben, die im Haus passiert sind. Hier ist der Boden gefliest, da hat halt viel Wasser gestanden, das ist auch mittlerweile alles weg. Das haben die schon alles weggenommen. Man sieht hier vorne den Heizungskessel, ein Brötchenheizgerät in diesem Fall. Und da hinten haben wir das Übel. Ich habe da schon so ein bisschen Licht gemacht in der Ecke. Da ist das Ausdünstungsgefäß durchströmend montiert. Das ist alles gut gemacht so. Und hier oben sehen wir das Problem. Wir haben hier die Sicherheitsgruppe. Und die Sicherheitsgruppe ist damals bei der Montage vor 2 Jahren nicht richtig installiert worden. Ich weiß nicht warum, das sieht eher nach einem Provisorium aus. Aber wenn man genau hinguckt, hier hätte eigentlich ein Sicherheitsventil sitzen müssen. Und da ist provisorisch scheinbar eine Kappe montiert worden. Und das ist eine Kappe, die man eigentlich verwendet, um einige Heizkörperhersteller, die liefern ihre Heizkörper mit solchen Schutzkappen aus, damit die ausgeliefert werden können und nicht da diese Anschlüsse undicht sind oder beschädigt werden. Und das ist eine Stahlblechkappe, die ist einfach auf diesen Anschluss draufgedreht worden, wo normalerweise das Sicherheitsventil sitzt und die ist durchgerostet. Man sieht das da, ach man kann sogar sehen, da scheint Licht durch. Da kam also ordentlich Wasser raus, das kann ich mir gut vorstellen. Und das darf natürlich nicht sein. Ja, dieses Sicherheitsventil, ich habe da schon mal was vorbereitet. Da werde ich ja gleich provisorisch hier ein Sicherheitsventil montieren mit 10 Bar, so wie der Speicher halt abgesichert werden muss. Und da kann ich noch mal eben was zu sagen. Dieses Sicherheitsventil, das ist ein, wie der Name schon sagt, sicherheitsrelevantes Bauteil. Und das sorgt dafür, dass bei der Ausdehnung des Bauchwassers, wenn es erwärmt wird, Wasser dehnt sich aus, wenn es erwärmt wird, halt der Druck nicht zu hoch steigt. Das ist ein 10 Bar Sicherheitsventil, das heißt, bei etwas über 10 Bar bläst das Sicherheitsventil ab. Und ja, jetzt kann man eigentlich von Glück sprechen, dass die Heizung noch relativ jung ist und auch das Ausdehnungsgefäß hier vorne, das ist noch in Ordnung. Das hat seinen Dienst getan, das fängt die Ausdehnung des Trinkwassers auf. Und wenn das Gefäß kaputt ist, das ist ein Verschleißteil, also ähnlich wie die Kupplung beim Auto, wenn das nicht mehr funktioniert, dann kommt das Sicherheitsventil zum Tragen. Das bedeutet, wenn der Druck über 10 Bar steigt, dann tritt hier am Sicherheitsventil, also an diesem Ventil hier vorne, da tritt dann das Wasser aus an dieser Öffnung. Darf auch nicht verschlossen werden, ganz wichtig. Sieht man auch immer wieder mal gerne von Heimwerkern. Und dann wird die Anlage geschont, denn der schwächste Punkt der Anlage, behaupte ich, ist der Brauchwasserspeicher. Der muss mit 10 Bar abgesichert sein. Die Leitungsteile können in der Regel mehr Druck ab. Aber der Speicher ist empfindlich mit 10 Bar. Relativ hoch der Druck, aber trotzdem. Der kann erreicht werden und dann kann der Speicher Schaden nehmen. Und das Gerät ist jetzt 2 Jahre alt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wenn der Speicher Schaden nimmt, weil das Sicherheitsventil nicht funktioniert hat oder manipuliert wurde oder in diesem Fall gar nicht montiert wurde, dann fällt die Gewährleistung des Herstellers aus. Das heißt, der Schaden, nicht nur der Wasserschaden, wäre zulasten des Kunden gegangen, sondern die Reparatur bzw. der Austausch der Anlage auch. Und daher ist natürlich ganz wichtig, dass man solche Arbeiten und solche Sachen von einem Fachmann ausführen lässt. Ich weiß jetzt nicht, was den hier geritten hat, weswegen das gemacht wurde. Gut, jetzt nochmal zu dem Fall hier. Also ich werde jetzt gleich das Sicherheitsventil montieren. Dann haben wir das auf jeden Fall abgesichert. Alles ist safe, alles ist sicher. Nochmal eben zum Hintergrund. Also auch wenn der Druck über 10 Bar steigt, wäre der Kessel jetzt nicht in die Luft geflogen, explodiert oder sowas. Es geht nur um Schäden, die halt am Gerät passieren oder eben auch durch das austretende Wasser, weil der Speicher halt dann platzt. Aber es kann keine Explosion, also es besteht keine Lebensgefahr, aber die Schäden sind schon ärgerlich und davor kann man sich schützen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche und wünsche euch alles Gute. Macht's gut, bis dann. Ciao.